ihr Lieben, wir sind DKW on Tour und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also nur zur Orientierung, das ist die Europastraße, die durch komplett Schweden führt. Und hier fährt so pro Minute vielleicht ein Auto vorbei. Und wir parken jetzt hier gerade, machen ein bisschen Pause. Unsere Klamotten sind in Sorschelle nicht ganz trocken geworden, deshalb haben wir sie im Ranger aufgehängt zum Trocknen. Wir haben das erste Rentier gesehen. Ja, ein Rentier. Irgendwo auf der linken Seite stand so ein Schild aufgetaucht mit diesem Sehenswürdigkeiten-Symbol drauf. Und Marvin hat halt angehalten und wollte unbedingt hin und ich wollte eigentlich nicht so richtig. Aber dann haben wir es doch gemacht und dann sind wir am Haarsprangsfjallet gelandet. Überschwemmungsgebiet von einem Staudamm und es war einfach traumhaft da. Ja, also da oben ist ein Staudamm. Und ich hoffe mal, die machen jetzt nicht auf, sonst sind wir überflutet. War ein ganz netter Zwischenstopp auf unserer Reise über Kiruna nach Nikkaluokta. Konnten wir uns ein bisschen die Beine vertreten. Das war der letzte Schlafplatz vor Nikkaluokta. Das war das Ende einer alten Forststraße. Und es war wunderschön, aber sehr, sehr windig und wir wurden von den Stechmücken regelrecht aufgefressen. Aufgestanden und es hat gepisst. Nice. Also wir haben jetzt hier geparkt. Auf so einem Parkplatz, der quasi rechts vom Campingplatz liegt. Und jetzt laufen wir gerade nach vorne. Das kostet 30 schwedische Kronen pro Tag das Parken. Also umgerechnet 3 Euro, was echt verdammt günstig ist. In der Trolltunga haben wir für 2 Tage, glaube ich, über 60 bezahlt. Also echt astronomische Preise, aber hier geht's total. Und es ist trotz der Jahreszeit und trotz des schlechten Wetters. Wir hatten die ganze Zeit jetzt Nieselregen. Eigentlich echt voll.
Willkommen in Nikolodka, beziehungsweise es heißt Nikolodka Sari AB auf Google Maps, falls ihr hier navigieren wollt. Das verlinken wir euch dann auch noch in der Videobeschreibung. Willst du von oben gefilmt werden? Ja, immer. Das sieht immer besser aus. Also. Also, wir waren jetzt gerade kurz drin, haben nachgefragt. Die Hütten haben alle noch offen. Man kann auch mit allen ohne Bargeld bezahlen, also komplett cashless. Genau. Das ist denen auch allen lieber, weil die ja Schweden versucht ja komplett Bargeld abzuschaffen. Ja. Und es gibt eben eine Menschenbeschränkung in den Hütten wegen dem Coronavirus. Das heißt, man sollte möglichst früh in die Hütten rein. Die meinten, gegen Abend wird es immer ein bisschen arg voll da. Genau, genau. Und wir haben ja ein Zelt dabei. Für uns ist ja quasi die Hütten eher Option. Beziehungsweise ja, wenn es halt wirklich richtig eklig wird. Aber primär ist das Ziel ja eigentlich im Zelt zu schlafen. Und Wie das jetzt ablief, wir haben auf diesem Parkplatz geparkt und sind rein. Und dann hatten wir uns registriert, weil wir uns nicht sicher waren, ob jetzt 4 oder 5 Tage hier bleiben. Deshalb hat uns registriert. Und wenn wir zurückkommen, dann bezahlen wir einfach für den Parkplatz so viele Tage, wie wir eben da waren. Wenn ihr aber von Anfang an wisst, ihr wollt 3 oder 4 oder noch mehr Tage da sein, dann könnt ihr einfach bezahlen und danach müsst ihr nicht mehr rein. Genau. Und das war jetzt ganz nett. Wir haben uns heute kurz mit dem unterhalten. Er meinte auch, es ist quasi gerade viel los hier zwischen Nikolodka und Kebnekaise. Und danach wird es weniger, also deutlich weniger, hat er gemeint. Ist uns aber egal, weil wir laufen sowieso nur bis Kebnekaise und dann zurück. Weil, nee, wir laufen bis Selka. Ja, bis Selka und dann zurück. Kebnekaise ist die erste Station. Das heißt, wir haben noch quasi 2 weitere STFS-Hütten unterwegs. Deswegen, was heißt, ist uns egal, es bringt uns schon viel. Ja. Weil dann sind zumindest bei den anderen weniger los. Ja, und jetzt aufrödeln und dann... Nochmal Rucksack wiegen und dann geht's los. Geht's los. So, Fennig ist schon bereit. Ich setze mir dann auch gleich noch meinen Rucksack auf. Dieses Monstrum hier. Und ja, es ist halb so groß wie ich selber. Und dann geht's los. Das war das Erste, was wir beim Start auf den Kungsleden gesehen haben. Ein Rettungshelikopter.